Willkommen zurück bei Lords of the Fallen. Ja, die Bestie haben wir letztes Mal geschafft. Wir sind heillos glücklich. Und das Spiel hat uns gesagt, wir sollen da liegen noch. Ja. Da liegt er noch, der Kross, und wir müssen zurück zur Steinwehr. Was haben wir da schon wieder rein? Rage Ramen wollen wir. Und da werden wir uns jetzt dahin begeben. Ist ein altbekanntes Gebiet da, das kennen wir schon. Was man jetzt da gehört hat, ist da drüben das Portal, was sich geöffnet hat. Da gehen wir jetzt aber nicht rein. Denn wir machen den Freund da. Wir gehen jetzt wirklich schnurstracks durch. Ja, kleinen 49 auf die Fresse. Wir hoffen auch, dass wir bald mal genug zusammenkriegen, dass wir Glaube erhöhen können. Alter, du weiter! Team. Schauen wir mal, wie die neue Waffe da funktioniert von uns. Oh, 10 Schaden haut die durch, du Schild. Oh. Jetzt werden wir uns mal anschauen, was die bei einem. Ja, ja. Schweren Angriff. Alter Verwalter. Ja, da war er schanzenlos. Okay, die sind echt alle Low-Level da. Nein, das tun wir. 114, geil. Mal schauen, was wir mit dem Kollegen machen. Die saugt aber ordentlich Ausdauer. Da war er weg. Wir könnten speichern, aber das tun wir jetzt nicht. Da in der Tür versteckt sich einer, nicht vergessen. Ja, die meine ich. Anvisieren bitte, danke. Zack, der zieht sich da einmal durch mit der Keulen und dann ist gleich Schluss mit der Musik. Den können wir auch noch. Schauen, dass wir gleich beide mitnehmen vielleicht. Zack, zack, haben wir auch. Und dann kriegst du gleich diesen hier. Auch wenn sie langsam ist, aber ich mag die Waffen. Und da ist er schon. Ja, da geht was. Kleine Anekdote, wenn man im Hintergrund vielleicht ein paar Mal so klopfen oder was hört, das ist mein Fräulein. Die hat sich eingebildet. Wer ist da? Ah, der dritte Name. Er hat sich eingebildet. Sie braucht dieses Jahr einen dritten Schreibtisch. Ja. Die Farbe hat nicht passt. Der andere ist zu groß, keine Ahnung. Dann habe ich gesagt, ja, dann baue ich ihn auch selber auf. Da ist sie jetzt gerade dabei. Und das Lustige daran ist, dass in Beipackzettel gestanden ist, 2 Stunden Zeit braucht etwas. Ich habe das mal angeschaut. Und dann kommt so ein Sparte zu mir und sagt, das ist die Leimtrocknungszeit, was da oben steht. Und da habe ich gesagt, nein, bei dir ist es schon die Zeit, die du brauchst zum Aufbauen. Und ich habe vorher 3 Folgen Final Fantasy aufgenommen, das war 1 Stunde. Jetzt angefangen. Ja, jetzt ist er schon 3/4 fertig. Bin ich gespannt, wie lange sie braucht. Nur so viel einmal dazu. Dass man weiß, dass beim Loki daheim nicht weggespielt wird, sondern ein bisschen was dann leider. Sollen wir jetzt speichern? Der nächste Speicherpunkt ist hinter der Pfoten eigentlich. Ups, verdruckt. Ja, lang ist es her, aber wir sind wieder da. Oha! Na bravo. Ich komme gleich wieder. Wir werden doch speichern müssen.
Denn ich glaube mich zu erinnern, dass der eine Speicherpunkt, den was wir da gehabt haben, wir speichern jetzt, ja, und wir haben wieder 6 Heiltränke. Zack, und wieder Attributspunkt, das ist sehr gut. Den knallen wir gleich auf den Glaube drauf. Haben wir nicht letztes Mal schon waren traut dran? Haben wir 13 gehabt? Okay. Soll uns egal sein. Denn der Speicherpunkt da vorne, der was wir letztes Mal benutzt haben, wo wir da entlang sein, ich glaube, dass es den jetzt nicht mehr gibt. So, dann hauen wir uns da mal in das Abenteuer. Was, wo ich den Gegner gesehen habe, wo man schon denken kann, dass das mit unserem Tod endet, aber wir haben ja gespeichert. Und wir haben ja eine nette Waffen, aber keine Ausdauer mehr. Geh mal her da. Jawohl. Alter Verwalter, die Waffen, die macht zwar mega Schaden. Aber die ist mir echt zu langsam, muss ich sagen. Pah. Die ist mir zu langsam. Schas, Klebe. Das ist echt ein Schas. Prunkvolle Axt. Sollen wir es mal mit Schas probieren? Wie schaut denn die aus? Ist die gleiche Waffe, wie der Gegner jetzt hat? Ich sehe nichts. Alter. Okay, das ist leider Zweihand. Den kann man mal gleich wieder vergessen. Alter Verwalter. Prunkvolle Axt. Das sind wir, glaube ich, am agilsten. Brauchen wir ja. Na, bist du so einer? Er ist so einer. Eieiei. Habe ich nicht mehr gewusst. Das habe ich nicht mehr gewusst. Okay, 3er-Angriff hat jetzt mit der Conny nicht mehr gehabt. Ja, dann werden wir halt einfach ein bisschen taktischer kämpfen müssen. Du bist aber ein Agro-Kollege. Das sage ich da. Schlag. Es ist so unnötig, wenn man seinen Mandel nicht sieht. Kleiner Schlüssel, westlicher Vorraum, okay. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Jetzt haben wir schon Heiltrank verbraucht für den Vollkoffer da. Na. Oh, Magie. 27 Schaden. Ja, spinnst du? Drauf. Alter Verwalter, bis sie aufs Leben schauen. Jawohl. Draufhauen, die wie ihm, was der abzieht und nachher noch explodiert. Loki hat schon wieder vergessen. Alter, wow, schon eine kleine Rage da und dort. Das gibt's ja nicht. Aber wenigstens ist der Kollege nicht mehr da jetzt. Okay, einmal Gegner. Ein Loch im Boden hat uns den Tod beschert. Ich glaube, ich spinne. Nee, du. Aber der Frotz da oben lebt, ne? Da ist er. Ich mag die nicht. Weg. Okay, komm, die ist wieder oben. Na, du sagst unser Leben nicht. 800 Geld. Oh, ich hau hin. Geh weg da. Boah. Jetzt locken wir uns den einmal da raus. Da gibt's keine Löcher. Komm her da, komm her da. Da weiter.
Jetzt hat den Zauber wieder nicht gemacht. Was ist denn, ey? Jawohl. Leg die nieder und lass mich in Ruhe. Und weg, 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 weg. Der wischt uns immer wieder. Das ist unglaublich. Okay. Ich hoffe und glaube, das war auch nur einmal Gegner. Ich tue mir es jetzt echt um, dass ich rumlaufe. Ich will die 1400 haben. Ganz langsam. Ganz langsam. Binzen. Okay, sehr gut. Um 3. Okay. Jawohl. Ganz langsam. Und da um mich wieder. Nur, das Problem ist, es ist ja noch nicht vorbei jetzt. Da kommt ja noch so ein Hugo. Ist er da? Ah, das ist gut. Ah, ein Wiedersehen. Ah, servus. Erstellen. Kleine Runen, große Runen. Deswegen wollte ich mal Erfahrung eigentlich haben. Erfahrung setzen. Feuerrune. Runen ausrüsten. Haben wir denn was, wo wir ausrüsten können? Das haben wir an. Leer. Na, kann man die nicht entfernen? Rune auswählen, die kann man nicht mehr entfernen, oder wie? Das sind Details. Ach so, okay. Das ist ja geil. Das gefällt mir jetzt, dass das so geht. Aber warum siege ich jetzt nicht mehr? Ah, das Schild ist das, okay. Und das ist das, was wir anhaben. Dann werden wir das aber gleich wieder bestücken. Höhere Magierune, Angriffskraft plus 5. Gifteffekt. Overtime ist nichts, das werden wir uns auf die Waffen tun. So muss ich das machen. Gewöhnlich, gewöhnlich. Und höhere Magierune, die knallen wir da auch noch drauf. Jetzt gehen wir auf die Waffen. Hat die überhaupt so keinen Platz? Wir sind ganz unten, deswegen. Okay, wenn wir unsere Dinge nicht finden, die Axt, dann hat sie keine Sockerplätze. Ich verstehe. Danke dir, Schmied, Petty. War mir eine Ehre. Hey, Hakim! Du bist noch hier. Hör mir zu. Gehe zuerst hier durch den Turm und meide fürs Erste die große Arena. Und triff dich mit mir an dem Ort, wo du gegen diesen dreifüßigen Hocker gekämpft hast. Wenn du das tust, zeige ich dir meine großartige Entdeckung. Gut, da die Schrift auch nicht zusammenpasst mit dem, was sie gesagt hat, soll uns aber egal sein. Sie will nicht, dass wir gegen den kämpfen. Schau, da ist unser Speicherpunkt doch noch. Wir haben nur 5 Minuten. Sollen wir den als kleinen Fail? Vielleicht schaffen wir ihn ja. Scheiß drauf, wir haben ja gespeichert. Ja, grüezi du. Aber der Alter. Jetzt schauen wir uns den mal an, was der da so macht. 85 Schaden. Wächter nennt sich der. Ja, dreh du nach mir, ha, was ist denn? Okay, der ist ziemlich ein Gilderbursche. Du drehtest mich, ich ramm dich. Puh, sollen wir wieder schießen, oder? Ja. Das ist aber mit einem Move ganz leicht auszuweichen. Weniger wie der. Saufen.
Das ist eigentlich jetzt kein gespannter Kampf, weil ich mir echt nur dem seinen Mechaniker ein bisschen anschauen will. Weil machen werden wir den auf jeden. Okay, sogar da kriegen wir Schaden, wenn er so tut. Da werden wir dann angreifen. Okay. Er tretet. Unsere Zeit zum Saufen. Da ist halt wieder sehr viel mit Ausweichen zu machen. Okay, also die Feier sind nicht das Problem. Aber das ist das Problem, weil wir dann keine Ausdauer mehr haben. So, welche Linie? Weg, weg, weg! Alter, der macht die dann so konfus, dass er nicht einmal mehr rollen kann. Ja, jetzt können wir den Ding wieder. Obwohl die Kanten nämlich in dem Moment, wo er das macht, die angreifen. Okay. Kollege, meine süßesten Träume. Also zum Angreifen kommt man bei dem relativ selten. Jetzt aber. Und rollen. Kim Haki, rollen. Jawohl. Habe jetzt nicht gesehen, ob es uns erwischt hat oder nicht. Ausschalten werden wir die Lampen ja nicht kennen, oder? Das glaube ich nicht. Na, 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 ganz cool bleiben. Da macht er gar nichts, wenn ich X drücke. Aufmachen, jawohl. Zuerst ist es nicht gegangen, habe ich zu früh abgebrochen. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt tun wir schon 4 Minuten bei dem Umhang und da nicht einmal ein Viertel weg. Und wenn du auf Akku gehst, auf ihm, dann hast du bald einmal einen ziemlichen schwarzen Bildschirm vor dir. Jetzt wird er wieder sliden, oder? Naja. Okay, nach dem Slider hat er relativ lange Revita-Phase, sage ich jetzt mal. Jetzt haben wir eigentlich, dass uns der Wisch da jetzt zum Beispiel auch. Und weg. Jetzt dreht er da. Ich von uns gleich rammen. So schaut es nämlich aus. Ja, mit 0 Heiltränke und seinem Lebensstatus bin ich sehr positiv eingestellt für den Kampf, muss ich sagen. Jetzt hat man wieder zu, wie können. Und jetzt geht es. Einmal, zweimal. Und er macht schon einen Abwehrmove auch noch. Sehr nett von dir, muss ich sagen. Freunde werden wir zwei nicht werden, du. Das sage ich ja. Ja, ja. Einfach drauf. Wer sowieso sterben. Er tretet und tot. Passt. Aber wir haben ihn einmal gesehen. Ziemlich erwachsener Hund. Ui. Wenn wir mit der Technik machen, wird er ziemlich zeitaufwendig werden, glaube ich. Aber es wird nichts nutzen. Wir werden über den Kerl drüber müssen. Und jetzt schaue ich mal. Gerade kurz noch zum Abschluss. Okay, da ist eine Tür. Und da ist eine Tür. Ich weiß jetzt nicht, wo das Frauchen gesagt hat, wo wir hin müssen. Aber das werden wir uns beim nächsten Mal anschauen, wenn es heißt Lords of the Fallen.